Meine Damen und Herren, ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass die Trompete im Jazz eines der wirkungsvollsten und effektvollsten Instrumente ist. Daran mag auch die Faszination liegen, die die Trompeter schon immer ausgeübt haben, auch früher schon. Denken Sie etwa an King Oliver oder Louis Armstrong. Nun, im heutigen Jazzstil, im Modern Jazz, gibt es viele, viele großartige Trompeter, aber ich glaube, es ist kein einziger darunter, der nicht von dem Mann, der jetzt auftreten wird, noch ein klein wenig lernen könnte. Dieser Mann heißt Dizzy Gillespie. Zunächst seine Musiker am Schlagzeug David Lee. David Lee. Am Bass ein sehr bekannter amerikanischer Musiker von der West Coast, bekannt von sehr vielen Schallplatten und zum ersten Mal in Wien. Red Mitchell. Red Mitchell. Am Klavier Mike Longo. Gitarre George Davis. George Davis. Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich Sie um einen besonders schönen Begrüßungsapplaus für den Altmeister des modernen Jazz-Trompetenspiels, Mr. Dizzy Gillespie.
Brother K.
Thank you very much. We'd like to play a composition by our brilliant young pianist now, composer, arranger, bon vivant, and a natural stone lover, honey. Okay, homie. Mr. Michael Longo, and he calls this one Samba. Thank you.
Here's Red Mitchell on the bass with A Night in Tunisia. We'll be right back.
Play up, but down. Ooh, bop, but down.